nach eigener Aussage zum dritten Mal in Folge in der ersten Hauptrunde bei einer Bezirksmeisterschaft gegen Steffen Körner, den Mann mit dem Riesenhändchen, gegen den ein Noppenspieler den wirklich sehr ungern spielt. Noch dazu, wo beide jetzt im gleichen Verein spielen, beim TSV Stein, und sich natürlich aus dem FF kennen. Norbert Speckner ist sauer, aber nachdem so viele Spieler des TSV Stein hier eingelost werden mussten, war es nicht zu verhindern, dass auch Spieler in der ersten Runde aufeinander stoßen. Und Herr Weidner hat gelost. Steffen Körner gegen Norbert Speckner.